Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Stable Online. Ja, in der letzten Folge haben wir so ein paar pandorische Risse geschlossen. Dann haben wir mit Elisabeth geredet. Sie hat gesagt, hey, besuch doch mal die Beobachtungsmeister. Das haben wir letztendlich auch geschafft. Und ich würde sagen, wir reden mal ein bisschen mit den Guten jetzt weiter. Er hat uns begrüßt und er weiß unseren Namen. Ich weiß, wer du bist. Ho, ho, ho. Ich bin nicht umsonst Beobachtungsmeister. Ich weiß über alles auf dieser Insel Bescheid. Ich weiß über alles zwischen Himmel und Erde Bescheid. Über die Dinge, die man nicht wissen sollte. Und über die Dinge, die alle wissen sollten. Ich kenne alle Geheimnisse, kenne alle Lügner, Weisheiten und Überraschungen. Ich besitze jedoch nur die Informationen. Es liegt nicht an mir, mich in das Geschehen einzumischen. Ich handiere nur mit Informationen und manchmal, aber nur manchmal, teile ich diese Informationen, wenn mir die richtigen Fragen gestellt, wenn mir die richtige Frage gestellt wird. Ich weiß bereits, was du willst. Dennoch musst du es mir noch einmal erzählen. So sind meine Regeln. Die Druiden wollen also, dass ich alle Beobachter aktiviere, damit sie ihre Augen auf Darkor richten und Bescheid geben, falls etwas geschieht. Streifenhörnchen, okay. Ich würde dir gerne helfen, aber leider sind alle meine Eichhörnchen auf einem Sandgrabungskurs für Fortgeschrittene in der Sahara. Ach ja, Eichhörnchen, was ist, was sie mit der Sache zu tun haben? Ohoho, eine ganze Menge. Einige Beobachter nutzen Brieftauben, ich benutze Eichhörnchen. Du glaubst dir nicht, wie viele Tunnel es in der Jorvikschen Erde gibt. Die unterirdischen Tunnel der Eichhörnchen sind ein riesiges Netzwerk, das Tag und Nacht nur so pulsiert. Herrgott, es gibt Schnelltunnel, durch die Geheimbotschaften schneller transportiert werden, als eine Brieftaube sich nur erträumen kann. Sie sind super, die kleinen Viecher. Ich weiß viele Dinge, die ich dir nicht einfach so verraten kann. Was ist mit meiner Stimme los? Stimme funktioniert. So, manchmal müssen die Dinge so geschehen, wie sie geschehen sollen. Schicksal, weißt du natürlich. Natürlich bin ich aber auch ein Anhänger der Bewahrer-IDs und teile meine Wissen mit ihnen. Leider kann ich dir im Moment nicht mehr von ihnen erzählen, was dich betrifft. Nur etwas Kleines. Lass mich nachdenken. Ja, etwas kann ich dir doch erzählen. Flüst, flüst, flüst. Und was war das jetzt so? Flüst, flüst, flüst. Dass ein verwirrtes Pferd gesehen wurde, das ein Goldblatt, das im Goldblatttal herumläuft. Ein Pferd von großer Bedeutung. Man sagt, sein Name sei Mentor. Genau, Lara, es ist Mentor. Lindas lang verschollenes Pferd. Falls das alles wahr ist. Mitor. Ja, Lara. Gute Idee, Linda von Mitor zu erzählen. Linda ist gerade im Weingarten. Erzähl ihr, dass ihr Pferd im Goldblattwald herumwirrt. Herumwirrt? Was ist denn eigentlich das hier? Wieso glitzert das so? Ich will gucken. Kann ich das touchen? Das ist ein Transporter. Wie cool. Ist ja praktisch, dann kann ich ja direkt zum Weingarten. Silvergut, Landgut. War das jetzt so, oder? Ich glaube. Oha! Coole Erfindung! Sehr, sehr schöne Erfindung. So, Linderchen. Bist du wieder in die Bibliothek? Na, Linda steht hier draußen. Was? Hoffentlich stimmt das. Danke, dass du mit solch tollen Nachrichten kommst. Stell dir vor, ich könnte mein geliebtes Pferd Meteor wiederbekommen. Ich habe zurzeit kein anderes Pferd. Kannst du zum Goldblatt bald reiten und nach ihm suchen? Ich hoffe, dass das alles wahr ist. Nimm diesen Reithelm mit, falls Meteor verwirrt ist. Er wird ihn erkennen.
Okay, Linda, aber sie hätte sich doch auch hinten mit draufschwingen können. Das wäre doch, glaube ich, ein bisschen sinnvoller gewesen, oder? Oh, da vorne ist wieder ein Riss. Ich würde sagen, den mache ich mal eben fix, weil wie gesagt, er liegt ja auf dem Weg und dann kann ich das ruhig machen. Wenn ich hier schon einfach... Ja, die Pandora, ja, schön, das ist toll. Dann schieben wir mal gleich so einen kleinen Riss mit ein. Wenn er schneller gehen würde, wäre das wirklich praktisch. Weil an sich ist es ja echt cool, diese kleinen, ich sage jetzt mal ein kleines Minispiel, das ist ja an sich. Aber es dauert so ewig und dann ist es schon wieder extrem langweilig. Sehr schön. Oder müsste ich dann halt am Ende nochmal zu Avalon reiten, aber das ist okay, das kriege ich hin. Da unten ist auch schon wieder der nächste Riss. Oh Gott. Viel zu viele Risse unterwegs. Aber jetzt halt erstmal Lindas Pferd Priorität. Deswegen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob dieser Pferdetransporter dort bei dem Beobachtungsmeister schon immer da war oder ob der auch noch reingekommen ist mit dem Patch halt. Kann ich da auch hinfahren oder kann ich noch von dort wegfahren? Das muss ich mal gucken und eventuell ausprobieren. Okay, den Riss ignoriere ich jetzt aber mal. Der liegt auch nicht auf dem Weg, der ist irgendwo da oben. Ich müsste einen Umweg reiten, deswegen... Ich bin doch jetzt, das war doch der Goldplatzwald, oder? Hä, was soll ich mit den... Ach, finde die Schreifenhörnchen auf die Farm. Achso, das muss auch noch machen, Upsi. Goldplattwald. Ja, jetzt bin ich auf der Road. Ach, der Wald ist dort unten. Ja, warte, ich komme, Wald. So, mal sehen. Kann ja nicht so schwer sein, so ein Pferd zu finden. Okay. Ups, da war ein Baumstamm. Oh, ich mag diesen Wald nicht. Ich finde ihn grausam. Ich finde das Rennen hier auch grausam. Okay, das ist eine andere Quest. Ja, da sage ich auch nicht zum... Warum arbeiten die draußen immer, wenn ich gerade am Stream oder aufnehmen bin? Es ist die ganze Zeit ruhig und kaum mache ich was, fangen sie alle an zu arbeiten. Es ist unglaublich. Was ist das? Das sieht irgendwie seltsam an. Meteor. Wie soll ich das nachmachen? Was ist denn das? Den Helm kenne ich doch. Endlich. Etwas, das ich wiedererkenne. Ich bin seit Tagen im Wald herumgelaufen, ohne zu wissen, wer oder wo ich bin. Dieser Reithelm frischt meine Erinnerung auf. Ich bin Meteor und ich laufe im Licht des Mondes. Linda ist meine Anhängerin und Adenis ist die Wurzel meiner Seele. Und wer sind Sie? Und was haben Sie mit dem Soulrider Linda gemacht, wenn ich mal fragen darf? Lara und Angel Kiss, ihr seid also hier, um mich zu Linda zu bringen? Hört sich gut an. Vielleicht kommt da mein Gedächtnis zurück. Ich fühle, wie Zeit und Raum sich langsam wieder sammeln. Ich weiß allerdings nicht, wo ich gewesen bin und wie ich hierher kam. Aber du, ich habe ein Hufeisen verloren, als ich im Wald herumgeirrt bin. Ohne es kann ich hier nicht weg. Kannst du es für mich finden? Ich suche dort beim Hügel genauer, der Hügel hier im Runstein. Mit dem Runstein. Schnauf. Ja, schnauf, schnauf, schnauf. Soll ich da suchen oder sucht er dort? Gott, wo soll denn jetzt ein Hufeisen hier sein? Das ist ja schlimm, hier nach einem Hufeisen zu suchen. Ganz kurz.
So, das ist auf jeden Fall nicht. Ach, Meteor. Warum verlierst du denn auch sein Hufeisen? Okay. Wenn ich ein kleines Pferd wäre, wo würde ich mein Hufeisen verlieren? Ups, sorry. Mein Dänenberg wahrscheinlich. Da unten ist was. Jupp. Sehr schön, das Hufeisen von dem guten Meteor. Und dann hoffe ich, dass sie ihn noch zu Linda bringen können. Also, das kriegen wir ja schon hin, aber nicht, dass dann noch irgendwie da was anderes dazwischen kommt. So stand jetzt das Pferdchen. Hä, ich hab's doch hier gerade irgendwo stehen gelassen. Oh Gott, diese Pferde. Die machen mich verrückt. Meteor. Ups, sorry. Ich reite gerne gegen Bäume. Ich will gucken, ob sie weich sind oder nicht. Hey, ich hab dieses Pferd doch hier irgendwo geparkt. Also nicht geparkt, aber ich hab's stehen gelassen. Jetzt bin ich richtig verwirrt. Ach, du bist dort hochgegangen. Oh, Meteor, ernsthaft? Du hast das gefunden? Toll! Ich will ein Foto mit dir, Meteor. Wir wären bestimmt cool auf... Nein, was machst du denn, Pony? Ich drück doch rückwärts. Jetzt pack dich... Jetzt lauf. Wir parken uns jetzt hier ein neben den kleinen Pferdchen. So, und jetzt so. Sie gucken gerade alle so schön in deine Richtung. Das ist ja perfekt. Danke. Praktische Tierchen. So, Meteor. Mein Gedächtnis ist völlig leer. Ich weiß nicht, warum ich hier bin oder was mit mir passiert ist. Mein Gedächtnis ist vollkommen leer. Also als wäre die Zeit stehen geblieben und als wäre ich in einem schlaflosen Traum gefangen. Das Einzige, an das ich mich erinnern kann, ist alles, das alles sehr, sehr... Lass mich nachdenken. Jetzt erinnere ich mich. Es war ganz rosa. Vielleicht werde ich jetzt verrückt. Wer weiß? Was weiß ich? Was weißt du? Ich glaube, wir waren Pandoria. Na dann wollen wir uns mal auf den Weg zu Linda machen. Ich bin bereit für die Abfahrt. Weingarten, sagst du? Ich glaube, ich erinnere mich, wo das ist. Dann mal los. Muss ich jetzt wieder in seiner Nähe bleiben, weil er sonst wegrennt und nicht mehr da ist? Ich glaube. Oh wow, ja, das Tempo gefällt mir doch schon deutlich besser. Wow, das ist ein kleines Flitzepony. Ich glaube, ich muss nicht in seiner Nähe bleiben. Dieses Pferd ist nämlich schneller als ich und zum einige schneller. Zudem reite ich noch gerne gegen Zäune, Steine und Bäume, aber das seid ihr ja gewohnt. Oh wow, dieses kleine Pferdchen ist wirklich schnell. Aber ich glaube, es ist jetzt hinter teleportiert. Reite ich fix zu Linda? Und dann würde ich eigentlich doch gerne zu Steve. Um das dort mit den Streifenhündchen zu klären. Das können wir dann noch im Notfall in der nächsten Folge machen. Das ist erstmal nicht so dramatisch. So. Jetzt ist erstmal Linda wichtig. Ich habe das Gefühl, wenn ich einen Riss wegmache, kommt direkt der nächste nach. Ich glaube, das ist auch normal so. So, Linderchen. Das ging ja ruckzuck. Danke, Lara und Angelus, dass ihr mir geholfen habt. Endlich sind Linda und ich wieder vereint. Ein großes Dank an den Beobachtungsmeister. Oh, Meteor wurde hinzugefügt. Ganz kurz? Ja, tatsächlich. Besondere Fähigkeit, Appetit.
Danke, Lara. Ich fühle mich endlich wieder komplett. Es ist so, als wäre eine Dunkelheit aus mir verschwunden. Meteor und ich sind wieder vereint. Und ich fühle, wie die Kraft des Mondes in meinen Adern pulsiert. Ich bin wieder ein vollständiger Soulrider. Einer von Aliens Beschützern. Du fragst dich vielleicht, was das Ganze mit dem Mond für den Soulrider bedeutet. Ja, vielleicht. Für einen Soulrider ist die Kraft des Mondes Wissenschaft und Weisheit. Der Mond symbolisiert auch den Kreislauf des Lebens, Geburt und Tod und alles dazwischen. In besonderen Umständen, in besonderen Nächten, kann man manchmal in den Spiegelungen des Mondes auf der Wasseroberfläche Dinge aus der Vergangenheit und auch aus der Zukunft sehen. Der Mond ist mit Magie verbunden, die von den Druiden jahrhundertelang studiert wurde. Ich kann dir nicht genug danken. Möge dir das Licht Aldins den Weg weisen und dir in schwierigen Stunden zur Seite stehen. Ja, gerne, Linderchen. Gut, dann reite ich jetzt noch oder fahre noch ganz schnell zu Steve. Damit wir das dann auch geklärt haben. So, Steve, wo ist denn der kleine Steve? Da ist Steves Farm. So. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Achso, ihr wollt essen? Nee, was soll ich machen? Ach, ich soll euch alle einsammeln. Das ist ja süß. Ja, soll ich sie jetzt zu Dingstermonster bringen? Ja, gut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle erst einmal von euch. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge sehen wir uns dann meinen Beobachtungsmeister wieder, machen dort weiter. Hab es deine wundervolle, oder wo auch immer ich hin muss. Hab es deine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.